Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Welt, und herzlich willkommen zu einer neuen Stall-News-Folge. Wir fangen heute an, und zwar mit den Weltmeisterschaften, die natürlich an diesem Wochenende stattfinden. Also heute Abend wird es die Finalspiele geben. Wir fangen an mit den Verteilungen, und da bin ich in der News-Spezialfolge 298 drauf eingegangen, denn wir haben eben einige Verteilungen, darunter auch ein Felinara, das in 40 Stunden ungefähr ablaufen wird. Außerdem wurde ein bisschen was an WM-Merchandise noch enthüllt. Und zwar haben wir hier einmal die Tropical Pikachu Pair Plushes, also doppeltes Paar an Pikachu Plüschtieren, die man auf PokémonCenter.com bestellen kann. Und wir haben hier eine Pokémon oder Pikachu Münze, die man bekommt, wenn man für 50 US-Dollar oder mehr auf PokémonCenter.com einkauft. Dann geht es weiter mit Kamisen und Purpur, und zwar dem Kalender, weil eigentlich gab es nicht wirklich News dieses Wochenende, abgesehen natürlich von der Felinara-Verteilung, auf die ich aber schon eingegangen bin. Und dann haben wir natürlich das Koloval, das jetzt noch im August ablaufen wird, also noch etwas mehr als eine Woche verfügbar ist. Weiter machen wir dann mit Pokémon Unite, und da wurde ein neuer Spielmodus enthüllt bei den Weltmeisterschaften. Der wird 2025 kommen, und das Ziel ist es, 500 Punkte zu erreichen. Also es gibt nicht ein Zeitlimit, sondern man muss 500 Punkte erreichen. Dann haben wir auch noch ein Scalabra Holoware, das Zierlichkeit Holoware ist, nämlich für 2199 Aeos Juwelen im Shop. Weiter geht es dann mit Pokémon Sleep, und da fängt nächste Woche die Typenwoche Wasser an. Passend dazu gibt es dann auch drei verschiedene Sets für 250, 600 und 1500 Diamanten im Shop. Außerdem gibt es auch ein kleines oder ein paar weitere Details zur Suicune-Forschung am 2. September. Bis zum 16. September wird sie stattfinden, also zwei Wochen lang im September. Es gibt viele Boni, Wasser-Pokémon werden stärker und weiteres. Außerdem haben wir Suicune, auch da gibt es natürlich ein paar Updates, und zwar wird das in Woche 1 nur auf der Grasgrün-Insel auftauchen, in Woche 2 dann auch auf dem Cyan-Strand und in dem Lapis-Lazuli-See, und zwar auch permanent. Es hat die Fähigkeit Helferboost Wasser, und die kennen wir auch schon von Raikou mit dem Elektrotypen oder Entei mit dem Feuertypen. Weiter geht es dann mit Pokémon Go, und hier wurde auch bei den Weltmeisterschaften bereits ein PvP-Update enthüllt. Der Auswechseltimer wird von 60 auf 50 Sekunden reduziert, und man beobachtet diese Änderung und wird gegebenenfalls diese bei der nächsten Saison oder übernächsten Saison dann ab Dezember anpassen oder vielleicht auch später. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie die Änderung ankommt. Außerdem gab es sehr, sehr, sehr viele Updates bei den Attacken. Und das betrifft vor allem das aktuelle Meta, denn das wird genervt, zum Beispiel Konter, Lehmschuss, Bodyslam oder Steinhagel werden schwächer. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Buffs für alte Attacken, wie Erstauner oder sowas, aber wie genau das oder wie gut die sein werden, ist noch nicht ganz bekannt. Und neue Attacken gibt es ebenfalls für haufenweise Pokémon. Diese Änderungen werden dann ab dem 3. September in Kraft treten. Weiter machen wir dann mit Pokémon Masters EX und dem 5. Geburtstag von dieser App. Da wird es eine neue Main Story oder Hauptstory geben mit Volo. Außerdem gibt es ein paar Updates ab heute, nämlich Nemila und Brüllschweif ist jetzt im Shop verfügbar zur Vorfeier des Jubiläums, denn das Jubiläum wird erst in gut einer Woche stattfinden. Professor Eich und Nidorino sind ebenfalls jetzt im Spiel, und dann gibt es auch ab heute 10 Tage lang ein 10 Gefährtengespann-Ticket pro Tag kostenlos. Also man kann bis zu 100 Gefährtengespanne bekommen. Natürlich sind die meisten davon doppelt, falls man nicht gerade erst gestern angefangen hat zu spielen. Mehr Infos zum Jubiläum wird es dann in der kommenden Woche am 24. August geben. Dann machen wir weiter mit Pokémon Café Remix, und da hat die Schlemmerschlacht angefangen gegen Team Crocket mit Alola Raichu im Pfannkuchen-Profi-Outfit bis zum 30. August. Außerdem gibt es neue Lieferungen, die ebenfalls bis zum 30. August verfügbar sein werden, und darunter eben Floink in einer Speziallieferung und auch Aquana im 5-Sterne-Unterwasserwelt-Outfit. Wie gesagt, auch hier bis zum 30. August im Shop, beziehungsweise in dieser Lieferungskategorie. Dann machen wir weiter mit Pokémon TCG Pocket, denn da wurde ja angekündigt, dass es eine Demo bei der Weltmeisterschaft geben wird, und da haben wir jetzt zum Beispiel auch ein kleines Video, wo ein Booster Pack geöffnet wird von Pokémon selber,
Und da sehen wir auch schon eine Sabrina Full Art Karte in 3D zum Beispiel, die man in dieser App bekommen kann. Weitere Karten wurden aber auch schon gezeigt. Mein Kollege Ross von PTCG Radio hat ein paar Fotos aufgenommen von Arctos EX, Shiggy, Pikachu EX, Tauros, Glurak EX, Raichu und Pikachu. Dann machen wir weiter mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel und da haben wir Champions League Promos, die vom 22.09. bis zum 23.09. in Japan verfügbar sein werden, natürlich bei den Champions League Turnieren. Da haben wir eine Nigiragi-Promo für alle Teilnehmer und dann gibt es auch Xerox EX und den Spezialhammer für Gewinner der Turniere oder top-platzierte Personen. Dann geht es weiter mit einem Bann und zwar für dieses Zwirrlicht. Ab dem 27.09. wird das im erweiterten Format gebannt sein. Es war nämlich möglich, mit Zwirklopp und weiteren Karten im ersten Zug das gegnerische Pokémon zu besiegen, noch bevor der Gegner überhaupt irgendwas machen kann. Und dagegen hat Pokémon natürlich ein Problem, deswegen wurde Zwirrlicht gebannt, weil das der Bann ist, der das Meta am wenigsten verändern wird. Aber natürlich eben diese Strategie zerstört. Dann haben wir eine Pikachu WM-Promo hier, die nicht mehr wirklich eine WM-Promo ist, denn wir sehen sie ohne Logo und die wird ab dem 1.9. im ostasiatischen Raum verteilt, also bei den Philippinen, in Singapur, in Malaysia und in Hongkong. Außerdem bekommt Japan diese Karte ebenfalls und zwar ab dem 2.9. und das dann auch bis zum 31. Dezember und die wird dort in der Liga verteilt. Dann haben wir noch den Kalender und da ist jetzt die Terra Brawlers Premium Collection in den USA erschienen bei GameStop. Ansonsten aber nichts Besonderes hier. Wir haben nächste Woche ein paar Produkte, die auch bei uns erscheinen werden, sollten theoretisch zumindest. Mal sehen, also ich denke mal, die werden dann auch rauskommen. Das war's dann aber auch schon für dieses Stoll-News-Update. Ich denke mal, es wird heute vielleicht noch eine weitere Spezial-News-Folge geben, denn es sollten wohl jetzt, vielleicht vor ein, zwei Stunden, ein paar TCG-News aus Japan angekündigt werden bei den Weltmeisterschaften. Wenn die wirklich relevant sind, dann werde ich definitiv eine News-Spezialfolge heute noch machen und die kommt dann in ein paar Stunden raus. Und morgen gibt es dann die Abschlusszeremonie um 5.30 Uhr in der Früh. Ich werde schlafen natürlich zu dem Zeitpunkt, ich denke die meisten von euch ebenfalls. Aber wenn ich dann aufwache, werde ich mich dran setzen und auch hier eine News-Spezialfolge aufnehmen, falls es wirklich was sehr Relevantes ist und nicht nur das Datum der nächsten Weltmeisterschaften bekannt gegeben wird, weil das würde ich dann einfach nur nächsten Sonntag in der Stoll-News-Folge erwähnen. Also bis dann, ciao.